Hallo, liebe Unimog-Museumsfans. Das hier ist ein Beispiel, ein wunderschönes, wie ich finde, für ein weiteres Thema des Unimog in den Bergen und seiner Aufgaben, nämlich Personentransport in den Bergen. Es ist ein U416 mit einem Busaufbau, den gibt es nur einmal in der Welt, nämlich hier bei uns. Und mit diesem Bus, mit dem Busaufbau der Firma Göppel in Augsburg, wurden Gäste des Berggasthofs Bleckenau, gelegen im Zugspitzgebiet, auf diesen Berggasthof befördert. Drinnen stand man gedrängt. Eigentlich war nur Platz für 8 Personen, aber bis zu 28 sollen mitgefahren sein. Draußen hat man die Skier festgemacht. Und so wurden die Gäste eben zum Berggasthof befördert, um dort mit Skiern abzufahren oder, wenn man das nicht mehr konnte, dann eben auch mit dem Fahrzeug wieder runter. Hier haben wir noch ein anderes Beispiel. Dieser Busaufbau existiert leider nicht mehr. Deswegen haben wir dieses Foto in ungefähr Originalgröße aufziehen lassen. Es ist ein Busaufbau im Prinzip der Sattelzugtechnik. Also da ist eine Sattelzugkupplung am Unimog angebracht. Das heißt also, Unimog dienten oder dienen auch als Sattelschlepper. Und da dran ist dieser Anfang der 50er Jahre dieser Busaufbau entstanden. Und mit ihm konnten die Gäste zur Steinberger Alm im Allgäu auf 1100 Meter Meereshöhe transportiert werden. Die Familie hatte auch vorher schon Unimog genutzt, nämlich Böhringer Unimog mit einem Wägelchen dran, und dann hat man auf der Pritsche gesessen und auf dem Wägelchen oder im Winter auf einem Schlitten. Und so war das hier schon tatsächlich ein Quantensprung in der Technik.